Hallo und willkommen zu diesem neuen Video, und in dem heutigen Video unboxen wir mal ein neues Lego Set, und zwar den Eternals Deviant Ambrush Set. Ja, das ist jetzt eigentlich die dritte Unboxing in dieser Woche, weil ich ja zwei Unboxings in einem Video gemacht habe. Das wird jetzt die Eternals Unboxing, und am Freitag kommt noch der Sanctorium Unboxing. Was kann ich dazu sagen? Ich habe es gekauft. Ich will auch die anderen Eternal Sets kaufen. Also, ja. Und ich würde sagen, beginnen wir. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, shorts. So Leute, also ich hab's jetzt zusammengebaut. Und kommen wir jetzt zu meinem Fazit. Der Deviant ist eigentlich echt cool gebaut. Das einzige, was ich mich frage, ist halt, dass es im Trailer ein bisschen anders ausschaut. Also, ich will ja nicht sagen, aber es hat ja nicht diese Farbe. Aber hauptsächlich finde ich das jetzt nicht so schlecht, weil es eine andere Farbe hat. Aber ich muss jetzt auch noch den Film abwarten, welche Farbe jetzt die Deviants haben werden. Ich finde es eigentlich sehr cool, wie es so ausschaut, aber ich weiß auch nicht, ob es akkurat im Film dargestellt wird. Also ja, und die Minifiguren sind auch mega nice. Also Tena, Makari, oder wie steht's hier? Ja, Makari. Und Gingamesh, hauptsächlich bei Gingamesh finde ich auch die Hände sehr nice, dass sie so weitergezogen sind, weil die sind eigentlich normalerweise nicht so weit, sondern nur hier so abgehakt. Also das finde ich schon mega nice. Und ja, für 20 Euro ist es okay, also für 20 Euro ist das wirklich nice. Und ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Channel, nichts auszupassen. Und ja, übermorgen kommt noch der Sanctorium. Let's go. Ciao.